Langsam schlängeln sich diese zwei Radfahrer durch die Fußgängerzone. Dass der Bereich zwischen Rindermarkt und Dienerstraße für Radler derzeit gesperrt ist, hat sich wohl noch nicht überall herumgesprochen oder wird eben einfach ignoriert. Die Stadt München hat ja schon ein paar Tagen mal Kontrollen durchgeführt, auch die Polizei, dort wurden Bußgelder verhängt, aber wir können natürlich nicht permanent und ständig kontrollieren. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass jetzt bald die baulichen Maßnahmen erfolgen, dass diese Fahrbahn auch optisch aufgelöst wird, dass es auch ganz klar als Fußgängerzone erkennbar wird, dass wir den Marienplatz angleichen, höhengleich. Im Rahmen des Umbaus des Hugendubel-Gebäudes am Marienplatz hat die schwarz-rote Rathauskooperation die bisherige Nord-Süd-Querung für Radfahrer gesperrt. Und das soll nach dem Willen von CSU und SPD auch nach den Umbauarbeiten so bleiben. Heike Brandstätter vom Regionalinstitut für Mittelstandsmarktforschung hat die Bevölkerung in der Region München nach ihrer Meinung gefragt. Das Ergebnis: 57% aller Befragten sprachen sich dafür aus, dass der Marienplatz dauerhaft Fußgängerzone bleibt. Wir haben ja hier in der Stadt München einen Anteil von 25% Fahrradfahrern, die täglich das Fahrrad nutzen. Im Umland sind es beispielsweise 22%, aber selbst diese Zielgruppen, also diese Bevölkerungsgruppen, sind mehrheitlich für die Umwandlung des Marienplatzes in eine Fußgängerzone. Die Ergebnisse sind so, wie wir es erwartet haben, dass eine überwiegende Anzahl der Münchnerinnen und Münchner den Marienplatz als Fußgängerzone ohne Radler, ohne Busse, ohne Taxis gern hätte, und wir fühlen uns da schon bestätigt. Herbert Danner von den Grünen ist da anderer Meinung. Die Fragestellung der Umfrage sei vollkommen unzureichend gewesen. Denn es ist nur gefragt worden, ob die Furt am Marienplatz in eine Fußgängerzone dauerhaft umgewandelt werden soll. Das heißt, Busse raus, Taxis raus, Fahrräder raus. Und es wird überhaupt nicht differenziert, ob man einzelne Verkehrsarten in Schrittgeschwindigkeit beispielsweise drin lassen kann. Also das ist ja eine Illusion. Die Radler fahren da mit 20 Stundenkilometern zum Teil sehr knapp an den Leuten vorbei. Nicht alle, aber schon eine sehr nennenswerte Anzahl. Und eine Fußgängerzone ist einfach zum Flanieren, zum Gehen und keine Hauptverkehrsachse, auch nicht für Radler. Als Alternativroute sollen die Radler künftig über die Sparkassenstraße bzw. am Viktualienmarkt vorbeiradeln. Am Viktualienmarkt ist eine ähnlich hohe Fußgängerfrequenz als wie am Marienplatz. Das heißt, ich habe dieselbe Problemstellung am Viktualienmarkt, Konflikte Fußgänger-Radfahrer, wie am Marienplatz. Und so geht der Streit um die Nord-Süd-Querung für Radler in München erst einmal weiter.